Zusätzlich zu den wöchentlichen öffentlichen Audienzen begegnet Papst Franziskus oft auch Einzelpersonen. Manchmal sind sie sogar alte Freunde. Jede Woche kommen auch Premierminister, Könige und Königinnen vorbei. Am 28. Mai empfing der Papst den deutschen Prinzen Alexander von Sachsen, den Markgraf von Meißen, in Audienz. Der Prinz war tief gerührt. Ich habe ihn getroffen, einige Worte Spanisch mit ihm gesprochen und schon konnte ich sehen, dass sein Lächeln breiter war als zuvor. Wir haben Worte gewechselt und er war sehr glücklich darüber, denn er ist ein sehr demütiger, charismatischer und warmherziger Mensch. Wenn die Menschen Gott nahe sind, dann verlieren sie ihr Interesse an materiellen Dingen oder Dingen, die der Welt etwas bedeuten, denn sie sind so nahe an der Ewigkeit. Und das geben sie an den Mitmenschen weiter, an die Menschen, mit denen sie umgehen. Das ist ein wunderbares Gefühl. Ursprünglich aus Deutschland stammend, lebt der Prinz mit seiner Frau und seinen 4 Kindern in Mexiko-Stadt. Wie es üblich ist, hat der Papst Franziskus Geschenke mitgebracht. Nun, zuerst habe ich meine Familie vorgestellt, einen nach dem anderen. Dann habe ich ihm die Geschenke überreicht. Wir haben Geschenke von mexikanischen Nonnen mitgebracht. Sie haben ein Bildnis für ihn gemalt, die Jungfrau von Guadalupe. Wir haben ihm ein Buch von einem Künstler mit Down-Syndrom geschenkt und dann eine Darstellung von Maria von Guadalupe aus Stroh, das von Eingeborenen gemacht wurde, aus bemaltem Stroh. Er war sehr davon beeindruckt. Er hat sich auch sehr über das Buch des Künstlers mit Down-Syndrom gefreut. Wir haben mit ihm darüber gesprochen, wie man solchen Menschen helfen kann. Im Juli wird Papst Franziskus in die Wahlheimat des Prinzen Lateinamerika reisen. Die Vorfreude ist groß. Nicht nur in Mexiko, sondern in ganz Lateinamerika sind wir völlig fasziniert davon, dass er der erste lateinamerikanische Papst ist, also aus Südamerika stammt, und zu Besuch kommen wird. Wir sind davon fasziniert und folgen auf Schritt und Tritt dem, was er tut. Wir sind von seiner Präsenz verzaubert, dieser einfachen Art, auf die Menschen zuzugehen und zu den alten Menschen und Kindern freundlich zu sein. Wir glauben, dass er ein großartiges Oberhaupt ist. Paraguay, Bolivien und Ecuador werden seine Heiligkeit Papst Franziskus im Juli dieses Jahres willkommen heißen. Und er wird vermutlich den gleichen Eindruck auf die Öffentlichkeit und auf die Staatschefs machen, wie hier im Vatikan.